Auf dieses Spiel bin ich mal wieder durch Zufall gekommen. Bisher ist es irgendwie unter meinem Radar geschwommen, aber das liegt wohl auch zumindest zum Teil an dem doch eher generischen Namen. Spiele mit Samurai im Namen gibt es wirklich einige zu dieser Zeit. Aber der Thorsten hat es in einem Stream empfohlen und da schaue ich es mir mal an. Was taugt First Samurai für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Vivid Image programmiert und von Kemco weltweit 1993 veröffentlicht. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf diversen anderen Plattformen, wobei hier die gängigen Heimcomputer der Zeit bedient wurden. So erschien es ein oder zwei Jahre früher auf den PC, Amiga, C64 und den Atari ST. 2011 erschien es sogar auf iOS. Der böse Dämonenkönig greift an und euer Sensei kann diesen jedoch mit seinem letzten Atemzug noch mit einem mächtigen Zauber in die Zukunft verbannen. Ihr seid der erste Samurai und so macht euch auf, um euren Meister zu rächen und dem bösen Einhalt zu gebieten. Wie nicht anders zu erwarten war, erwartet euch hier ein Action-Plattformer. Ihr streut euren Kämpfer mit nacktem Oberkörper durch die nicht linearen Level. Dabei könnt ihr klassisch springen, an bestimmten Stellen klettern, euch mit eurer Waffe zur Wehr setzen und unterschiedliche Gegenstände einsetzen. Das können zum einen Waffen wie Wurfmesser sein oder auch andere magische Gegenstände, die euch versperrte Passagen öffnen. Natürlich kämpft ihr auf eurem Weg auch gegen diverse Gegner. Als Waffe steht euch natürlich dabei Samurai-typisch euer Schwert treu zur Seite. Und das hilft euch nicht nur als Waffe, sondern auch als Lebensenergie. Ihr habt nämlich im Prinzip zwei verschiedene Lebensbalken. Zuerst wird die Energie eures Schwertes geleert und dann erst eure eigene. Nachteil ist dabei natürlich, dass ihr in der zweiten Phase nur mit euren Fäusten kämpft. Könnt. Euer Schwert könnt ihr dann aber durch das Erledigen von Gegnern wieder erlangen. Das Kämpfen an sich läuft dabei relativ simpel ab. Ihr könnt in verschiedene Richtungen schlagen und das reicht dann auch. Ihr müsst also keine super Kombos oder ähnliches vollführen. Soweit also so gut. Aber wie spielt sich das Ganze? Euch erwartet hier auf jeden Fall keine lineare Spielerfahrung wie in anderen Standardplattformen. Der Fokus liegt auf das Erkunden der relativ weitläufigen Level. Am Ende muss natürlich jeweils ein Boss erledigt werden, den ihr jedoch zuerst beschwören musst. Dazu müsst ihr bestimmte Steine aktivieren und diese zu suchen ist eure Hauptaufgabe. Die Level sind dabei recht abwechslungsreich gestaltet, da ihr in der Zeit herumreist und es so verschiedene Szenarien gibt. Klingt alles bisher ganz interessant, oder? Leider fühlt sich das Spiel durch diese Sucherei in den Leveln aber manchmal etwas künstlich langgestreckt an. Auch gibt es kein Passwort oder sonstiges Speichersystem, was echt schade ist. Grafisch steht das Spiel durchaus ordentlich da. Die Animationen sind sehr gut geraten und es hat so einen ganz eigenen Stil. Ähnlich wie bei Gods merkt man dabei den Ursprung auf den Heimcomputern an. Den Stil kann man natürlich mögen, muss man natürlich aber auch nicht. Beim Sound steht das Spiel ebenso solide da. Alles passt immer perfekt zum Spielgeschehen, ist jetzt aber nichts Besonderes, was länger im Ohr bleibt. Es stört aber auch nicht. Was taugt First Samurai für Super Nintendo heute noch? Das Spiel ist guter Durchschnitt. Die Level fühlen sich leider immer etwas langgestreckt an, aber man kann durchaus seinen Spaß daran haben. Wer bei den gezeigten Aufnahmen neugierig geworden ist, kann hier auf jeden Fall zugreifen, ansonsten verpasst man jedoch auch kein Meisterwerk. Das war der Test zu First Samurai für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.